Junge, die wird kein wenig eins am 23. April feiern. Und der anderen den Dach von Deutsche Bär. Den Anfang hat der Bärbraun all ins Mittelöller genommen. Schriftliche Hinweisen dorthin finden wir all in Jahr 736. Dort berichtet bayerische Geisenfeld zum ersten Mal über diesen besonderen Gassensaft. Und ein dörtischer Lauter giftet der erste Bärurkund von der Welt. So bescheinigt sie die Lebern von Kloster St. Gallen in Geising an der Donau. Man am 23. April, da ehrt wie nun das deutsche Reinheitsgebot, was Herzog Willem IV. Am 23. April 1516 ob Weg brächt hat. Dono drauf ein Ton Braun von Bär Blaus, Hoppen, Garstenmold, Woter und Geistbrücken. Man in Hamburg gibt das all 100 Jahre für und schon 1400 Urben ein so neumtes Reinheitsgebot. Dono wird das verboten, dass in den Kübeln Woter und Brunnen und Fleten holt. Man begündet nicht darum, dass sie besser Bär kriegt. Nee, nee, sie wollen man bloß nicht mehr so viel Brauereien in der Stadt haben. In Hamburg gilt als die Brauerei von der Hanse. In 1370 gibt es in Hamburg über 470 Brauereien. Man, das hält allang noch nicht, dass wir in Hamburg die größten Suppenesen sind. Der Hamburger trinkt von durch und Jahr bloß 17 Liter Bier. Der Bayern schafft das ab 46 Liter. Und der Sassen, der trinkt bis zu 52 Liter Bier in Jahr. Was für Suppbüdels! Lecker!